Mein 15 Minuten Breitbau-Umbau-Video. Vielleicht auch länger. Wir gucken erstmal, ob der Drifter läuft. Lange ist er nicht mehr da gewesen, oder Heiko? Weißt du noch, letzten Sommer, du, wir beide, immer bis 4 Uhr nachts geschraubt. Einmal. Einmal. Durch die Heckscheibe, solange sie noch heil ist. Ganz dunkle Zeiten und wow, da ist er. Oder besser gesagt, das, was von ihm übrig geblieben ist. Ich war das ein Einmalauto, weißt du? Ja, ja, klar. Und jetzt stehen wir hier schon wieder und haben die Aufgabe, das Ding wieder zum Laufen zu kriegen. Kein Problem? Ach du, ja. Nee, ja, gut. Mir wird warm, ich starte. Das hilft. Oh, nee, da. Aber er klingt schon mal gut, ich habe ihn eben schon mal gehört. Moin. Was passiert? Mach die Fenster. Ah, ja klar, da kommt ein Kind. Ja, ich weiß, das erwarte ich auch. Achso. Hier gibt's nichts zu sehen. Nee, nur Kabelsalat. Und ein Käfig. Käfigsalat. Ne, der Käfig war richtig toll. Ja, ich habe immer noch Albträume und Rückenschmerzen und diesem Ding. Ich seh kein Tier mehr und kein Kind. Du kannst. Man darf nicht lenken. Lenkwinkel-Kit hat gut geholfen beim Einfahren. Ja, und das Diff nicht. Nee. Ey, es ist wirklich, wie nennt man das? Drift-Missile, ne? Missile. Das ist wirklich eine Missile. Aber eine Missile mit Power, das ist der Unterschied. Eigentlich hat so eine Drift-Missile so 150 PS gerade noch. Ja, es gibt auch 350Z Drift-Missiles. Ja, okay. Aber nicht in Deutschland. Nee, das stimmt. Ja. Hier ist das mehr so ein 316 Ti. Ja. Ja, ja, das ist meine Missel, die habe ich gebaut, habe ich vom Bauern geschenkt bekommen, hat er noch nicht. Alter, der Lenkwinkel. Das ist schon pervers, ne? Er läuft doch, ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Er läuft halt wirklich, ne? Ja. Außer das Standgas. Aber das ist scheißegal, das brauchen wir nicht. Braucht man nicht. Anmachen, losballern. Ja, Lichtmaschine ist Schrott. Anders, er geht noch, zum Glück. Mhm. Aber der hatte irgendwo einen Kurzschluss. Ist auch egal, ich frage ihn ein. Okay. Hello, darkness, my old friend. Oh Gott, ey. Aber es hat alles funktioniert. Also das Kühlwasser war irgendwann weg.
Ist es weg? Oder ist es da? Ich weiß nicht, ob es weg ist. Also ist kein Druck drauf auf jeden Fall. Also ich habe einen Druckverlusttest schon mal gemacht mit dem Ding. Mhm. So aus Forschungszwecken. Ja. Da hat er direkt den Druck verloren, also denke ich, ist irgendwo undicht. Ja, undicht, aber nicht Kopfdichtung. Ja, ich habe CO-Test gemacht, da war eigentlich nichts. Wir können jetzt nochmal einen machen, aber jetzt ist er auch nicht richtig warm. Da ist sowas drin. Ach, das Ding läuft. Ja, ist okay, alles gut. Wir lassen den Motor in Ruhe. Kommen wir zum Bodykit jetzt. Dann machen wir jetzt Licht an und ich zeige euch das diesjährige Spaßpaket, was wir bekommen haben von Parts 33. Übrigens, falls ihr zum Drift King kommen wollt, könnt ihr mit dem Code DRIFTFIL2024 10% Rabatt auf euer Ticket holen. Besucht uns gerne da, wir trinken Bier zusammen oder auch eine Apfelschorle, je nachdem wie alt ihr seid. Ich bin für Apfelschorle. Hallo? Ah! Moin, Kebab. Ich hab dein Kanu-T-Shirt mitgebracht. Was? Ja, das sind, das sind meine Wegwerf-T-Shirts. Ja, das ist auch ein Wegwerf-T-Shirt. Ja. 13. August? 15. 15. bis 18. August. Gut, dass du fragst. Gut, dass ich frag. Das ist das Datum. So, Parts 33 hat gesagt, Phil, kam das schrotte Ding wieder raus, kommt zum Drift King. Ich muss ehrlicherweise sagen, es war das beste Wochenende letztes Jahr, vom Spaßfaktor her. Deshalb habe ich gesagt, na gut, er wird schon nicht so kaputt sein. Und dann haben sie gesagt, wie wäre es mit einer kleinen Extra-Hausaufgabe und haben mir dieses Kit geschickt. Das ist ein Fitment Lab Komplett Body Kit für den Drifter. Aber das Ding hat auch Materialgutachten. Das heißt, wenn ihr euren E46 oder E36 breit bauen wollt, wie einfach es ist, erfahren wir im Laufe dieses Videos, könnt ihr euch das Kit kaufen. Ist tatsächlich auch nicht so teuer. Ich glaube, irgendwas bei 1400 oder so. Ja, Preist blende ich ein. Oha! Oha! Das ist meine Homie. Der ist ja auf allen vier Ecken breiter dann, ne? Overfender heißt das. Ein Overfender Bodykit. Mhm, da muss man trotzdem schneiden. Das weiß ich. Ja klar, muss man schneiden. Hier ist dein Heckklepper gehabt, oder? Ja, da ist dann die Wand rein. Sonst nix? Nee, sonst super. Ja, das muss ja jetzt auch nicht hier, ne, super vom Zustand werden. Das soll einfach nur asozial sein. Ja, das wird auch asozial. Dass wir da richtig schön aufschotten können auf dem Drift-Ding. Ico Fair ist übrigens in meinem Racing-Team jetzt. Ja. Ich habe ihn angeworben als Fahrer. Ja, wenn ich darf, dann fahre ich auch mal. Ich habe gerade kein Auto dafür. Ja, wenn du darfst. Wenn es fährt, fährst du. Wäre geil, wenn jetzt so ein Cut kommt und es ist schon perfekt verbaut. Ja. Oh, das geht über deine Delle rüber. Ja, schlau, oder? Ach so. Das wird abgeschlossen. Ja, orientier dich mal an der Tankklappe. So ungefähr. So, hier so ran einfach. Hä, wie geil, einfach ranspaxen. Ein paar Schrauben rein. Ja, hier einfach ein paar Schrauben durch. Und dann ist das Ding so. So, super. Das ist eigentlich das perfekte Bodykit, was nicht zu übertrieben aussieht. Ich finde halt, ich fand vom Front den E92 fand ich zu krass breit. Fühle ich mich jetzt sehr gefrontet. Hast du ja auch mit deinem eigenen Schweiß und Blut gebaut. Mhm. Aber das finde ich gut. Fitment Lab, Part 32, Code DRIFTFIL, 10% sparen. Schaut mal vorbei, wir bauen uns jetzt an. Das ist unser grobes Mockup. Ich muss sagen, das jetzt hier mit Malerband dran zu kleben, war jetzt nicht die schwierigste Aufgabe. Und die Post ist da. Aber so an sich passt es schon echt gut. Ist halt gut gemacht, dass hier diese Übergänge überall am Start sind. Ja, easy peasy, da mal eben rangeworfen. Das liebe ich ja persönlich an den Arbeiten am Drifter. Einfach mal ranschmeißen. Hier ist kritisch, weil hier ist eingedellt, aber sonst, hier ist ein guter Übergang und hier ist ein guter Übergang. Also das passt schon mal zusammen. Ich denke mal, das gehört auf diese Höhe, weil das passt mit dem Tankdeckel gut. Hör noch auf. Der Tankdeckel rückt
das Ganze zurecht. Hier vorne ein bisschen schwieriger. Ich habe aus Versehen das M-Paket Bodykit bestellt. Aber gut, es ist ein Drifter. Es wird alles gut, das schneiden wir uns zurecht. Jetzt kommen wir nämlich auch schon zur Aufgabe von einem Breitbau. Nämlich das Auto auch wirklich breiter machen. Nicht nur breiter aussehen lassen. Das heißt, wir müssen jetzt unser Seitenteil zerschneiden. Boah, das sieht schon krank aus auf der Kamera. Wir müssen jetzt unser Seitenteil einmal zerschneiden, dass wir genug Platz haben für unsere Reifen. Vorne sowie hinten. Das wird bei eurem Straßenauto mehr wehtun als mir jetzt persönlich bei dem Drifter. Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich das Ding gekauft habe, wusste ich, okay, das ist ein Materialmordschwein. Und da ist wirklich alles egal. Gut, dann zeichnen wir mal an und zerschneiden den Kleinen, ne? Ich glaube, man sollte das Ganze einfach nicht zu sehr überdenken. Einfach rein. Ich hab's verkackt. Wäre das jetzt euer heißgeliebter Straßen-E46, wäre das natürlich problematisch, wenn der halbe Innenkotflügel einfach aus Rost besteht. Für uns ist das durchaus praktisch. So können wir schneller breitbauen. Ich habe jetzt die hinteren Kotflügel abgeflext. Jetzt legen wir diese Kanten hier übereinander und müssen es theoretisch hier auch noch verschweißen. Aber der E46 hat sich gedacht, nein, an dieser Stelle wird gar nichts geschweißt. Aber dafür schweißen wir es dann hier wieder und schmieren das zu, ganz ehrlich. Ich habe es an dieser Seite ehrlich gesagt nicht akzeptieren können, dass hier ein riesiges Loch dann im Radkasten ist. Deshalb habe ich da jetzt nochmal ein Blech kurz dran gepunktet und dann ist das auch gut. Jetzt legen wir da einmal die Kante um, schleifen es ab und schweißen es dran. So, wäre das jetzt für die Straße, hätte man sich da sicherlich noch mehr Mühe gegeben, aber von der Idee her wird es am Ende irgendwie so in die Richtung aussehen. Jetzt kommt hier einmal Rostschutz drüber und dann irgendeine Versiegelung oder so, die ich noch rumliegen habe. Ich weiß nicht, ob sich das bei der Karre überhaupt lohnt, aber fürs Gewissen. Die Seitenwand ist auf jeden Fall jetzt wieder mit dem Radkasten verbunden. Das wollten wir erreichen. Weiter geht's. Ja, ja, okay. Hallo. Moin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo ich gestern aufgehört habe. Ich glaube, ich habe hier vorne nicht viel gefilmt. Hier muss man auch gar nicht viel wegschneiden. Mhm. Also, das ist echt eigentlich nichts. Vorne sieht es echt geil aus, muss ich sagen. Kann man sich eigentlich sparen. Das ist auch schon ziemlich fest hier dran. Ich habe hier so, wie heißt das, Einziehmuttern. Das ist richtig geil. Mhm. Also einfach ins GFK eine Einziehmutter gesetzt und ja. Hier hinter ist jetzt eine Schraube. Und genauso kann man sich halt auch richtig gut Halter bauen, ne? Da musst du nicht irgendwie GFK kleben oder naja. So, sondern einfach ein kleines Loch reinbohren und dann hier, so sieht es aus. So, hier so ein Mutterngerät drauf. Ja. Und steckst das M6 dann, oder was? Ja, alles habe ich. So. Alles mögliche, M5, M6, M7, M8. Und ziehst es einfach rein und dann hast du eine Binde im Loch. Das ist super. Ich muss sagen, hier vorne finde ich es ganz geil, weil es nicht so overfender-mäßig aussieht, sondern wirklich wie ja, ein breiter Kotflügel, ne? Ja, so ja. Wie jetzt ein M-Modell wäre ja. Zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das ist hier hinten natürlich ein bisschen anders, aber ja. Hier blöd gelaufen, ich habe kein M-Paket. Da musste ich improvisieren, das ist auch hier noch nicht so. Aber man kann es so dahin. Umfeld, ich sag mal so, Hauptsache breit. Ja, es wird eh in der Mauer landen, wenn es wie letztes Ach, Jahr doch läuft. Doch sowas nicht, ey. Ja, hinten ist auf jeden Fall extrem breit. Das sieht auch ein bisschen komisch aus mit so einer Felge da drauf. Also der stand vorher schon weit drin, ne? Ja. Im Radkasten, aber jetzt. Ja, so kannst du halt nicht, das, so kannst du dich blicken lassen, ne Phil? Also ernsthaft jetzt, ne? Die Seite ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht liegt es daran, dass wir heute 30 Grad haben und es sehr warm ist. Mhm. Aber hier tut sich gerade schon eine Lücke auf.
Ja. Weil ich glaube, ich habe den hier zu weit oben reingebohrt. Mhm. Aber es ist ein... Naja, aber dann wird es ja hier auch nicht passen. Ah, unterschätzt das mal nicht hier. Auch im Norden ist mein Flammkuchen. Mhm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es kann auch sein, dass es daran liegt, dass hier die Unfallseite ist. Weil hier wurde mal einer in die Tür gesetzt und einer da reingesetzt. Vielleicht liegt es auch daran, keine Ahnung. Aber wir machen es einfach so gut es geht an dieser Stelle. Ich finde es super. Ja, ich auch. Man willst du es dann nochmal abbauen und lackieren oder am Auto einfach? Wusch. Nee, wir müssen es ja. Wir wollen ja in die Lackierkabine noch. Ach so, ja klar. Ja, weil du sagst, landet eh in der Leitplanke oder in der Mauer. Nee, oder das wird schon noch richtig lackiert. Ja? Okay. Das wird schon nice aussehen, ja, okay, am Ende vom Video. You don't know. Ich weiß nicht, ob man das im Straßenverkehr auch so oft schweißt, aber jetzt ist es dran. Jetzt wird es nochmal abgeflext und dann kann das Bodykit final dran montiert werden mit allen Haltern und so. Und dann geht's ans Schleifen. Yippee-yay. So, ich glaube, das war's. Das Bodykit ist dran. Ist tatsächlich auch schon ohne Halter an der Karosserie relativ fest. Also, da bewegt sich echt nicht mehr viel. Ich habe jetzt die dreiteiligen Overfenders miteinander verbunden. Und das ist richtig gut für die Stabilität tatsächlich. Das passt soweit alles. Ich bin echt zufrieden. Ich bin aber auch froh, dass... das erste GFK-Bodykit, mit dem ich jemals in meinem Leben arbeite, für den Drifter gedacht ist. Weil das Ding wird sowieso in 2 Wochen wahrscheinlich in irgendeiner Bande landen. Und dann ist die ganze Arbeit hinfällig. Aber das Ganze ist dann wie so ein Shaolin-Mönch, der 1000 Stunden aus Sand ein Gemälde baut und dann den Wind drüber pustet. Oder so ähnlich. Ich brauche Spurplan, unschwer zu erkennen. Und... das Ganze muss jetzt noch lackiert werden. Mir ist hier was Dummes passiert. Ich bin mit dem Schlagschrauber ausgerutscht. Voll reingeballert, aber egal. Es ist ein Drifter, es ist ein Drifter, es ist ein Drifter. So, ich baue das jetzt alles wieder ab und schleif's. So, die Hände sind schon schmutzig. Wir sind in der Lackierkabine von www.deinauto.com angekommen. Der erste Teil ist schon mal grob angeschliffen. Stefan meinte, hier ist ein Füller drauf. Das ist ziemlich gut, weil ich hatte nicht vor, das Ding zu füllern. Also schleifen wir das jetzt einmal fein an und sind dann eigentlich schon ready zum Lackieren. Und ja, ich mache das hier einfach per Hand. Hab so ein 320er Schleifpad, was sehr gut an meinen Handschuhen klebt. Und damit mache ich das hier. Eine Ewigkeit später. Wir haben jetzt alles entfettet. Wir haben leider keinen Metallic Schwarz, weil DPD sich dazu entschieden hat, nicht zu funktionieren als Transportunternehmen. Das ist seit Montag verschickt und heute ist Donnerstag, ist immer noch nicht da. Aber es ist ein Drifter. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen. In 2 Wochen landet er eh in der Bande. Deshalb nehmen wir jetzt einfach Metallic Glanz von MIPA. Ach nee, Schwarzglanz. Genau diesen Anspruch verfolgen wir hier. Ich bin aber zuversichtlich, dass es ziemlich nice aussehen wird.
Weil Stefan hat gesagt, glänzt. Auch ohne Klarlack. Ja, der Anspruch ist niedrig, aber ich lack jedes Jahr auch. Deshalb. Jo, tschüss. Tschüss. Staubeinschlüsse haben wir drin, aber ich würde fast behaupten, dass eine Schicht schon komplett ausreicht. Das ist absolut krank. Hier ist ein bisschen verlaufen, aber egal. Da kommen dann die Sticker rüber. Ja, das sieht schon gut aus. Vielleicht belassen wir es auch bei der einen Schicht. Sparen wir noch ein bisschen Farbe. Jetzt sieht es gerade so krank aus. Dann können wir es auch direkt anbauen nachher. Ja, ein bisschen am Laufen hier noch. Ja, das siehst du fast nicht. Ich würde ihn fast so lassen. Ja, es hat gern Ding. Ich glaube, wir gehen raus. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir lassen es einfach durchtrocknen, so wie es ist. Schlange, du hier, Mensch, du Großer. Na, wie läuft's? Hast du schönes Praktikum und wieder? Wie läuft's? Schon wieder läuft's, wunderbar. Heute wieder am Schrauben. Ja, guckt euch das an hier. Voll dabei. Ist der neu? Nee, das ist der alte. Ach so. Das ist der Gammel. Oh, und auch hier. Na gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal in die gleiche Kierkabine. Ein paar Stunden sind vergangen. Jetzt können wir mal gucken, was draus geworden ist. Ich habe übrigens gerade den kurz durchgeschraubt, den E46. Ich habe so um die 20 Unterdruck-Lecks gefunden. Ist das super? Okay. Auch immer noch mit feinem Schleifpapier schleifen. Ja, das werden wir ganz bestimmt machen. Ja, wir werden auch jetzt 2 Wochen warten, bis der neue Sticker. Ja. Da ist eskaliert. Das ist. Egal, ist eh irgendwo unten. Ja. Das ist ganz unten. Ja, wichtig sind hier diese Seitendinger. Also klar, wir haben nicht richtig, mein Silikonentferner war sehr schlecht aus dem Baum. Ihr habt immer angeschliffen, ne? Ein bisschen grob. Ja, 240er, nee, 320er. Hallo. Ja, ist doch super. Also zum Überkleben bin ich perfekt zufrieden damit. Ist super. Da müssen wir nochmal neu lackieren. Hilfe. Vor allem aus dieser Farbpistole, man sieht das im Zeitraffer ganz gut, da kommt einfach ein 100 Liter die Sekunde raus. Wirklich krank. Okay Leute, ich bin ehrlich, das waren wieder ein paar harte Tage für mich. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es sich extrem gelohnt hat. Ich drehe einfach mal die Kamera. Mega. Alter. In diesem Licht muss ich sagen, sieht das Kosmos Schwarz gerade eher dunkelblau aus. Im direkten Kontrast zu dem Uni-Schwarz. Aber es sieht so krank aus. Digga. Krass. Einfach krass.
Ich habe echt keine Worte dafür. Es war auf jeden Fall eine harte Woche für mich, das da so dran zu kloppen und zu lackieren und zu machen und zu tun. Aber es sieht so heftig einfach aus. Ihr müsst euch halt jetzt noch dicke Felgen mit dicken Spurplatten vorstellen. Das Ding richtig bullentief. Und dann geht's auf den Drift King. Ja, wir sind echt weit gekommen. Das Ding ist eigentlich ready. Ich habe dummerweise den E30-Schlüssel heute nicht dabei. Ich habe hier das gesamte Kühlsystem nochmal neu gemacht. Hier. Und ja, ein paar Undichtigkeiten gefixt. Also am Motor ist auch wieder alles schick, hoffe ich, dass er dann perfekt läuft. Seid gespannt auf die Felgen. Seid gespannt auf das Dekor, was hier drauf kommt. Wir werden natürlich darauf achten, dass die Übergänge irgendwie, sag ich mal, zurechtgeschummelt werden und großflächig foliert wird hier an der Kiste. Aber ja, es wird absolut geisteskrank. Schaut auf jeden Fall bei Parts 33 vorbei, bei deinauto.com und beim Iron Drift King. Hoffentlich sehe ich den einen oder anderen von euch beim Drift King. Könnt ihr euch dieses Baby hier auch in echt angucken, und wenn ihr sehen wollt, wie Eiko und ich damit in die Bande fahren, dann seht ihr es entweder im Video oder beim Drift King Live. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich gehe dann mal für meine Klausur Freitag lernen. Ciao!